Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und in dem heutigen Video geht es heute um Lasern und zwar auf Alu, Edelstahl und Stahl, wie ich dort irgendwas schwarz drauf bekomme mit einem Diodenlaser. Also, wenn das interessiert, der bleibt dran. Ja, ich habe ja letztens einen Diodenlaser vorgestellt. Das ist ein relativ günstiges Modell von Ortur. Das ist der Laser Master 2, das Pro. Das werde ich euch mal hier oben nochmal verlinken. Das kam ganz gut an. Es waren auch einige Fragen da, weil ich habe da nämlich ein Edelstahlmesser graviert mit meinem Gipfelholz-Logo drauf. Und zwar schwarz graviert, dass das auch nicht mehr abgeht. Und da kamen die einigen Fragen, wie habe ich das dann gemacht? Genau, und zwar ist es ja dann so, dass man hier auf Alu ja gar nicht mal so leicht lasern kann oder was heißt nicht leicht lasern kann, dass das Schwarze auch bleibt. Dafür gibt es einen richtig teuren Spray, der kostet roundabout um die 95 Euro, funktioniert echt mega, aber der ist mir echt richtig zu teuer, dass ich mit dem bestelle. Das habe ich mal ein paar Versuche gemacht mit ein paar anderen Sprays und die wollen wir uns heute einfach mal anschauen, ob wir da irgendwie Farbe mit dem Diodenlaser oder schwarze Farbe auf dem Diodenlaser auf verschiedene Metalle oder was heißt Metalle, Alu, Edelstahl und Stahl drauf bekommen. Um dieses Messer, ich hoffe, das ist jetzt scharf genug für euch, um dieses Messer oder beziehungsweise um dieses Edelstahlmesser mit diesem Logo ging es damals, es ist wirklich kratzfest, man kriegt das nicht mehr ab und daraufhin kamen viele Fragen und die haben gefragt, wie machst du das da oben auf dem Messer drauf, damit das bleibt. Ja, das habe ich mit einer Foliumspray gemacht und es hält, es hat mich selber verwundert, aber es hält mega toll auf diesem Edelstahl. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt probieren wir doch mal andere Sprays aus, die auch noch funktionieren könnten. Und da habe ich mal was aufgebaut. Ich habe mir jetzt mal die ganze Mühe gemacht und habe mal verschiedene, das ist jetzt hier Stahl, das ist Alu und das ist Edelstahl hier und habe mal verschiedene Sachen probiert mit verschiedenen Sprays. Angefangen ist, so wie wir das Edelstahlmesser graviert haben, mit diesem Folienspray. Das werde ich euch natürlich, alle drei Sprays werde ich euch unten verlinken. Und das ist jetzt hier ein Folienspray. Das ist jetzt hier ein Kleidlackspray, nennt sich MOS. Und der funktioniert auch mega, das seht ihr dann gleich nochmal. Und das hier ist ein ganz normaler Kreidespray. Dann fangen wir jetzt einfach mal mit diesem Kreidespray hier an. Ich muss leider dazu sagen, ich habe da einige Versuche gemacht damit. Dieser Kreidespray geht nicht wirklich so aufs Material über. Ihr seht es jetzt hier bei diesen Mustern. Dieser Kreidespray ist eher gedacht für Glas oder alles Sachen, die durchsichtig sind, dass man das dann besprüht, dass dann Laser das dann erkennt, wo dann gelasert werden kann. Also wie Acryl, Glas, halt glänzende Oberflächen, dass man das mit diesem Spray dann ja, besprüht und dann mit dem Laser drüber gehen kann. Aber wir schauen uns das nochmal ganz genau an. Hier auf Stahl haben wir überhaupt nichts zu erkennen. Da ist alles gleich wieder abgewischt worden. Das ist ganz klar. Auf Edelstahl haben wir ganz leicht was drauf auf diesem Edelstahl. Schaut aber nicht top aus, muss ich sagen. Hier auch nochmal Edelstahl. Da habe ich dann ein Muster, einen Speed-Test. Das würde ich euch auch noch empfehlen, dass ihr das dann selber testet mit eurem Laser. Und zwar einen Speed- und Power-Test. Den müsst ihr euch halt dann einstellen. Und, aber naja, gut auf 90%. Das ist hier 90% und Speed 100 hinterlässt da schon was. Aber ich finde es jetzt nicht gerade top. Das Einzige, wo dann ein bisschen funktioniert hat, war auf Alu. Da könnt ihr es mal ein bisschen erkennen, ganz leicht ist es ab ja, zu sehen mit diesem Kreidespray. Aber ich finde es jetzt auch nicht so der Hammer. Wenn man jetzt was braucht auf Alu, das dann wirklich sehr leicht nur drauf ist, dann könnte man sich den Kreidespray vorstellen. Also man kriegt das hier auch nicht mehr ab, aber gut. Der Kreidespray ist zum Abwischen ganz gut mit Aceton oder mit Nitroverdünnung oder sonst irgendwas, kriegt ihr das relativ gut wieder ab. Jetzt kommen wir mal eher zum Interessanteren und zwar zu diesem Kleidlackspray und zwar Moss genannt. Der ist wirklich interessant, wenn man den drauf sprüht, ist eigentlich eher so, ja, ist ein Kleidlack im Endeffekt.
Aber ich muss sagen, der wirft ganz gute Ergebnisse ab. Und zwar schauen wir uns jetzt erstmal das Edelstahl an, Entschuldigung, das Alu an. Und dann schaut mal, wie schön schwarz der da hier wirklich drauf lasert und das Ganze ja hinterlässt hier das Logo. Problem ist, man kriegt ihn relativ schwer wieder ab. Man muss schon richtig putzen, damit man diesen Lack, Kleidlack wieder abbekommt. Und da kann ich nur Aceton empfehlen. Benutzt aber bitte Handschuhe. Das Aceton ist giftig. Oder was heißt giftig? Ja, ist vielleicht nicht ganz gut für die Haut. Deshalb lieber Handschuhe benutzen und dann das abwischen. Man reibt aber schon einiges. Und wenn das Alu nicht ganz glatt ist, das ist jetzt eloxiertes Alu hier. Wenn das Alu nicht ganz glatt ist, seht ihr hier an der Seite, geht es ein bisschen in die Poren rein. Also ihr braucht es da schon ein relativ schönes Alu, was wirklich top eloxiert ist, ohne Schäden drauf. Und dann schaut es schon viel besser aus. Also das Alu war jetzt nicht perfekt dafür, weil es jetzt leichte Riemen, ja, so Striemen gehabt hat drin. Deshalb bleibt da ganz leichte Rückstände noch von diesem Lack übrig. Den kriegt man echt nicht mehr ab. Aber wenn man da besseres Alu nimmt, ist das überhaupt kein Problem. Jetzt auf Stahl ist es sehr, sehr schwer, irgendwas drauf zu bekommen im Endeffekt. Aber wir haben es trotzdem mit diesem Moss-Spray, haben wir es trotzdem geschafft, dass wir da auf Stahl noch was hinterlassen haben. Und es geht auch nicht mehr wirklich ab. Also wirklich, man kann reiben, wie man will. Ebenso mit Aceton abgeputzt. Edelstahl, seht ihr hier. Also das könnt ihr zum Beispiel, das Edelstahlmesser könnt ihr genauso mit diesem Spray hier machen. Kommt wirklich top rüber, kann man nichts sagen. Empfehlen würde ich euch wirklich, macht euch einen Speedtest. Da könnt ihr erkennen, mit welchen Geschwindigkeiten ihr da fahren könnt und wie stark es aufträgt. Also ihr seht jetzt hier mal einen Speedtest. Auf Alu war das. Und so könnt ihr dann für euren Laser selber rausbekommen, welche Stärke hier am besten zum Einstellen ist. Auf Stahl hat es mich jetzt, ist es leider irgendwie komischerweise beim Speedtest. Hier ist es gut rausgekommen, aber hier auf diesem Stahl kam es eigentlich gar nicht rüber, komischerweise. Also da müsst ihr echt mal ein bisschen rumprobieren. Und hier nochmal Edelstahl. Und da seht ihr schon, mit welcher Geschwindigkeit ihr fahren müsst in dem oberen Bereich. Also das waren jetzt hier, man kann es leider da unten nicht lesen, aber das Maximale habe ich eingestellt, weil ich keine 100% fahren will mit meinem Laser, habe ich maximal 90% eingestellt. Also hier zwischen 90 und, ja, was haben wir denn hier? 60 maximal hier in dem Dreh. 60, 70, 80, 90. Und da ist die Geschwindigkeit 300. 500 geht auch noch so in dem Dreh, so also auf 80%. 500 ist auch noch ein relativ guter Wert hier oben. Aber wie gesagt, müsst ihr selber ein bisschen rumprobieren. Der einzige Manko ist halt wirklich das Abbekommen. Da müsst ihr wirklich ganz schön reiben. Also jetzt auf Alu ist es extrem schwer, das abzubekommen. Auf Edelstahl ist es um einiges leichter, dieses Spray, Gleitspray wieder abzubekommen. Aber gut, da muss man halt ein bisschen reiben dran. Aber die Ergebnisse finde ich top. Und im Gegensatz zu 95 Euro, dieses Spray kostet roundabout irgendwo um die 17 Euro oder sowas. Verlinke ich euch ja unten. Da kann man schon mal ein bisschen länger putzen dafür, muss ich jetzt dazu gestehen. Wovon ich jetzt richtig positiv überrascht bin auch, also ganz ehrlich, ein Folienspray. Ich hätte nicht gedacht, dass der wirklich überhaupt hält. Man kriegt diesen Folienspray super easy wieder ab. Und ich zeige euch mal die Ergebnisse. Jetzt fangen wir mal einfach jetzt hier mal mit Alu an. Das ist Folie Alu. Also, was sagt ihr dazu? Ist doch mal mega. Man kriegt es auch wirklich nicht mehr ab und der Folienspray selber geht relativ einfach wieder ab. Auch mit Aceton total easy. Da braucht man nur mit dem Pinsel ein bisschen drüber reiben und schon ist es ab. Aber das Ergebnis, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also, ich finde es echt mega. Ich habe auch einen Speedtest damit gemacht. Das Alu war leider jetzt nicht ganz das sauberste, aber ein Speedtest. Und da sind wir hier bei 70%. Das dritte hier. 60% geht auch noch, 50% geht auch noch. Bei 300 Geschwindigkeit, wenn wir schneller fahren, müssen wir natürlich ein bisschen höher gehen vom Power her. Aber ich bin da positiv überrascht. Da haben wir es ein bisschen leichter gemacht. Folie auf Alu. Jetzt kommt was mich wirklich verwundert hat. Das ist Stahl, Leute. Stahl ist so schwer, farbig drauf zu gravieren. Und der Folienspray, schaut mal, wie toll das auf diesem Stahl geworden ist. Also mich verwundert das schon ein bisschen.
dass das mit diesem Folienspray wirklich so gut funktioniert. Wo haben wir es denn noch? Dann haben wir noch Folie Edelstahl. Damit habe ich auch das Messer graviert. Und wie gesagt, man kriegt das wirklich nicht mehr ab hier. Also das ist wirklich ins Alu eingebrannt. Haben wir noch was vergessen? Hier Stahl, dieser Stahl müsste halt natürlich ein bisschen sauberer sein. Aber naja, man müsste vielleicht einen besseren Stahl verwenden. Aber ihr seht schon, wie toll das wirklich auf Stahl geworden ist. Wundert mich. So, also wie gesagt, auf Edelstahl nochmal. Ist doch top. Also ihr könnt jetzt alle eure Messer mit diesem Folienspray gravieren. Und es bleibt wirklich auch drauf. Ja, dann kommen wir mal zum Fazit des Ganzen. Also ich habe für den Test schon einige Stunden gebraucht, das vorzubereiten. Aber mich hat es wirklich selber auch total tierisch interessiert, weil die Frage schon oft kam, wie ich das gemacht habe mit diesem Messer. Und was ich da wirklich verwendet habe, dass es so gut funktioniert hat. Ihr müsst aber echt auf euren Laser, macht so einen Speed-Test, so einen Speed- und Power-Test, stellt den euch ein und dann könnt ihr das Ganze mal probieren auf ein Stückchen Edelstahl oder was auch immer ihr da wirklich gravieren wollt damit und dass ihr eure Einstellung vom Laser einfach mal rausbekommt. Ich würde aber keine 100% bei dem Laser fahren. Ich habe maximal bei meinem Speed-Test 90% eingestellt gehabt und es hat echt top funktioniert. Bei 100% geht der Laser relativ schnell kaputt, muss man nicht dauernd fahren, deshalb weiter unten. Aber jetzt gut, zum Fazit. Der Effektlack, der Kalklack, der funktioniert ganz gut, wenn man durchsichtige Sachen hat, Acrylglas oder sonst irgendwas, glänzende Sachen hat, dann funktioniert der super. Lässt sich auch abwaschen oder mit Aceton geht es ein bisschen schneller weg, wenn ihr das nehmen könnt dazu. Also dafür ist er gut. Aber jetzt sowas zum Gravieren, nee, könntest du vergessen. Das Gleitlack-Spray, dieses Moss, der hat mich auch wirklich verwundert. Kostet nicht wirklich viel, verlinke ich euch auch unten. Und die Ergebnisse waren echt top, ihr habt es ja gerade gesehen. Der einzige Nachteil ist, bei dem Alu habt ihr es auch gesehen, da muss man wirklich aufpassen, dass es wirklich eine super glatte Oberfläche ist. Nicht, dass dann hier in die Poren, hier bei diesem Stückchen Alu ist es ein bisschen in die Poren rein und man kriegt diesen Gleitlack kaum weg. Also man muss schon um einiges reiben, damit man den wieder abbekommt. Und das geht sehr gut mit Nitro oder mit Aceton oder so, geht der sehr, sehr gut weg. Also auch top zum Empfehlen. Gut, also kommen wir mal zu diesem Foliespray, der mich wirklich verwundert hat. Er ist positiv, er ist wirklich super einfach abzubekommen. Also man kann entweder ein bisschen dran rubbeln, dann geht der auch schon ab. Aber viel einfacher geht es, wenn man das ein ganz kleines bisschen Aceton drauf tut, mit dem Pinsel drüber reibt und schon ist die Folie weg. Also rückstandslos, total einfach zu befreien. Und die Ergebnisse, muss ich sagen, gerade bei Stahl, hat mich echt verwundert, dass das so gut auf Stahl sogar hält. Auf Alu sowieso und Edelstahl genauso. Also ich bin da top begeistert von dem Spray. Und kann ich euch diese beiden definitiv, wenn man was lasern will, was schwarz auf Metall draufbleiben soll, kann ich euch diese beiden Sprays wirklich top empfehlen. Jetzt habe ich noch was vergessen. Und zwar, ich habe noch Glas graviert. Jetzt nehme ich mal eine dunkle Hinterseite, damit ihr das sehen könnt. Und zwar ging es ja hier um den Kreidespray. Den könnt ihr hierfür richtig gut verwenden. Ich habe noch nicht ganz abgeputzt vom Glas. Habe aber mal Glas graviert und auch einen Speed-Test drauflaufen lassen. Speed- und Power-Test, seht ihr hier. Und kommt echt top raus und mit diesem Kreidespray funktioniert es echt top und er geht auch relativ einfach wieder ab. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen jetzt die Frage beantworten, wie ich das mit diesem Edelstahlmesser gemacht habe. Und vielleicht habt ihr noch ein paar andere Ideen, wo ihr diese Sachen einsetzen könnt. Also auf Kupfer habe ich leider noch nicht probiert oder andere Geschichten, aber das sind jetzt mal die Hauptgeschichten, die ich probiert habe und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Like da. Ist das Gleiche. Abonniert den Kanal und vergesst die kleine Glocke nicht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, willkommen bei Gipfelholz. Servus aus dem Allgäu.